Ja, liebe Leute, ich bin euch noch was schuldig, und zwar die Aldi Choqueur Nussbeißer Mandelbeißer. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ihr merkt, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich dieses Video einfach abbreche und es unter den Tisch kehre. Aber jetzt kommen wir zu einer Situation, die nicht so oft vorkommt, und wir lassen das jetzt einfach mal auf Video. Ich dachte, dass das die Mandelbeißer ist von Aldi. Offensichtlich habe ich die weiße Nussbeißer mitgenommen, statt die Mandelbeißer. Und jetzt gerade geht vieles durch meinen Kopf. Ich weiß gar nicht, ob eine Mandelbeißer weiß überhaupt existiert. Ja, es gibt eine weiße Mandelbeißer. Nochmal kurz zusammengepackt. Ich habe euch vor einiger Zeit die Mandelbeißer vorgestellt in Zartbitter und Vollmilch und habe mich darüber ausgelassen, dass es keine weiße gibt. So, und dann habe ich aber im Nachhinein erfahren, dass es doch eine weiße gibt und bin dann in den Laden und habe die gekauft. Es hat genau das gleiche Design, nur hier steht Nuss statt Mandel und wie ihr seht, sind es Haselnüsse und nicht Mandeln. Also habe ich erstmal die falsche gekauft. Und jetzt überlege ich aber gleichzeitig, und habe das die ganze Zeit gar nicht gemerkt, und jetzt überlege ich aber gleichzeitig, ob, als ich bei Aldi das eingegeben habe, der mir denn auch Mandeln angezeigt hat. Wahrscheinlich schon, ich habe mich einfach im Regal vergriffen, denn ihr habt mir auch gesagt, testest du auch die Mandelbeißer. Aber vielleicht habt ihr das nur gesagt, weil ich sagte, dass es auch eine weiße Mandelbeißer gibt. Das hatte ich im Video noch gesagt. Aber vielleicht habe ich mich auch da schon auf der Webseite vertan. Ich weiß gerade nicht, was abgeht. Ich weiß jedenfalls, dass ich die weiße Nussbeißer noch nicht getestet habe. Von daher testen wir jetzt die und ich werde noch rausfinden, ob es eine weiße Mandelbeißer gibt. Und dann gibt es davon auch noch ein Testvideo. Ich bin jetzt gerade wirklich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, muss ich sagen. Ich habe mich auch schon gefreut. Ich wollte eine weiße Mandelbeißer. Aber weiße Schokolade mit Nüssen ist auch geil. Choqueur, knackige ganze Haselnüsse in weißer Schokolade. Choqueur Nussbeißer. Die Schokolade zum genussvollen Reinbeißen. Knackig, kräftig, nussig. Dass sie das gleiche Design haben wie bei, diesen Mandelbeißern, das ist ein bisschen grenzwertig. Und ich frage mich auch, warum die Nussbeißer nicht auch dann in dieser Plastikpackung ist. Also man kennt ja die klassische Nussbeißer von Aldi, die eben diese Folie hat, in diesem Guckfenster. Warum gibt es das hier nicht? Vielleicht wollen sie so schleichend dieses Guckfenster rausmachen, weil es 0,01 Cent mehr kostet für 1000 Stück davon und sie dann am Jahresende 5 Euro mehr haben bei Aldi. Ich weiß es nicht. Ich finde es schade, ich mag das Guckfenster. Wir gucken jetzt aber mal, was diese Nussbeißer kann. Wir haben 27% Haselnüsse und 28% Kakao im Schokoladenanteil. Haselnüsse, Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver 13%, 4,9% Sahnepulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Buttermilchpulver, Emulgatoren, Lecithine und Vanilleextrakt. Hier wieder ein Qualitätsmerkmal. Ich glaube, die hat keine Euro gekostet, irgendwie, oder 70 Cent oder 1 Euro hat sie gekostet. Das Ganze von Liha hergestellt. Hier könnt ihr gerne einmal pausieren. Die Nährwerte haben wir natürlich viele Nüsse drin, dadurch auch viel Eiweiß, 10 Gramm und natürlich auch viel Fett, 43 Gramm Fett bei 611 Kilokalorien. Eine nahrhafte Portion, 100 Gramm sind drin und sie ist leider auch schon ziemlich kaputt gebrochen beim Transport. Von daher schauen wir uns jetzt hier gleich ein paar Brösel erstmal an. Ja, das sieht wirklich ein bisschen bröselig aus. Ich hebe jetzt einfach mal so ein Stück hier raus. Genau deswegen liebe ich diese Nussbeißer von Aldi, denn da sind richtig dicke, fette Nussstückchen drin. Sieht gut aus, würde ich sagen. Oh. Ich habe das euch neulich im Video auch gesagt. In so einer Schokolade, das liegt dann so im Regal, so in der Tüte hier auch. Manchmal tue ich es in so eine Tupperdose. Und dann gehe ich immer mehrmals am Tag hin, nehme so ein Stück, so wie hier, pick mir die Nüsse ab. Und lege die Schokolade wieder dahin. Am Ende habe ich die ganze Schokolade, die ich noch essen muss. Ich liebe es, diese Nüsse rauspicken. Eine leckere Schokolade. Die Nüsse haben eine schöne Röstnote, schmeckt richtig gut nach Haselnuss. Weiße Schokolade. Ist auch schön, schmelzig. Ja, vielleicht fast schon sahnig, ein guter weißer Schokoladengeschmack. Knackig auch ein bisschen, nicht ganz so krass wie Zartbitter. Eine fantastische Schokolade für sehr wenig Geld. Das machen viele Markenschokoladen nicht so gut, von daher bekommt sie definitiv, ich kann sie jetzt nicht mehr hochheben, weil sie hier fast auseinanderfällt, bekommt die nicht Mandelbeißer, Nussbeißer, weiße Schokolade auf jeden Fall einen Daumen nach oben von mir. Probiert sie gerne mal aus.
Und wenn ihr sie probiert schon mal habt, wenn ihr sie schon mal probiert habt, dann bin ich auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, wenn nicht geschehen. Ich bedanke mich dafür und für diesen Support. Danke, macht's gut und ciao.